Hallo, so, mir ist gerade aufgefallen, dass ich gar kein Brot mehr im Hause habe. Und anstatt jetzt loszugehen und welches zu kaufen, habe ich mir gedacht, ich mache es am besten selber, denn mein Mann braucht morgen für die Arbeit was zum Mitnehmen. Und damit es nicht so lange dauert, habe ich mir eins ausgesucht, was wirklich schnell geht. Du hast keine Gehzeit, das heißt einfach Teig ansetzen, fertig machen und ab in den Ofen. Ich glaube, schneller geht's nicht. Ich würde sagen, wir fangen an und wir starten mit den Zutaten. Für das Brot brauchen wir zwei Sorten Mehl. Da habe ich hier zum einen Weizenmehl, Standard Weizenmehl, und auf der anderen Seite noch ein Dinkelmehl. Von beidem brauchen wir jeweils 375 Gramm. Dann benötigen wir 500 Milliliter lauwarmes Wasser, einen Teelöffel Honig, zwei Teelöffel Salz und natürlich Triebmittel. Das ist hier die Hefe, davon brauchen wir einen halben Würfel. Und ich backe mein Brot in einem Römertopf. Wichtig ist, dass du einen Topf nimmst mit Deckel, weil das Brot am Anfang, wenn es in den Ofen geht, noch mit Deckel gebacken wird und den Deckel nehmen wir erst später ab, damit es nicht verbrennt. Wir fangen mit der Hefemischung an. Da geben wir als allererstes die Hefe direkt in das warme Wasser rein und dann auch direkt den Honig mit dazu. Bisschen Süße brauchen wir, das dient der Hefe als Nahrung und damit geht die Hefe dann später auch besser auf. Jetzt das Ganze gut auflösen. Gut umrühren, dass sich alles zu einer Mischung hier vereint. Geht auch am besten, wenn das Wasser warm ist. Wenn es kalt wäre, dann löst sich die Hefe und auch der Honig gar nicht gut auf. Wenn wir das fertig haben, dann können wir das an die Seite stellen und dann machen wir mit der Mehlmischung weiter. Ich habe mir hier schon meine Rührschüssel hingestellt, weil ich werde den Teig jetzt gleich in der Maschine kneten und das ruhig ausgiebig. Je mehr Luft reinkommt in den Teig, umso besser geht er nachher auf. Wir geben also beide Mehlsorten in die Schüssel. Und dann Salz mit dazu. Das Ganze rühren wir einmal durch, damit sich schon mal beides vorab ein wenig vermengen kann. Jetzt kommt die Hefemischung dazu. So vorbereitet kommt das Ganze jetzt in die Maschine. Und den Rest darf dann auch die Maschine übernehmen. Jetzt wird geknetet. Und das Ganze könnt ihr ruhig 5 bis 10 Minuten durchkneten lassen. Während der Teig jetzt in der Maschine ist und knetet, können wir uns schon mal um die Vorbereitung hier von dem Römertopf kümmern. Dazu gebe ich jetzt so ein bisschen flüssige Butter in den Topf und pinsel das Ganze schon mal schön aus. Der wird nicht gewässert, der Topf. Und ihr braucht auch keinen Ofen vorheizen, weil das Brot nachher in den kalten Ofen kommt. Also alles ganz easy und schnell gemacht. Lässt sich wirklich super vorbereiten und schnell umsetzen, das Ganze. Und dann noch ein bisschen mit Mehl ausstreuen, damit das Brot nachher hier nicht anbackt. Die Form ist fertig, dann können wir eigentlich auch schon wieder mit dem Teig weitermachen. Zur Vorbereitung streuen wir uns etwas Mehl auf die Arbeitsfläche, damit er hier gleich nicht festklebt. Der Teig ist fertig. Keine Sorge, auch wenn er jetzt noch ein bisschen flüssig vielleicht aussieht, das ergibt sich gleich von selbst, wenn wir ihn auf der Arbeitsfläche nochmal durcharbeiten. Im Notfall gibst du einfach nochmal ein bisschen Mehl dazu. Dann holen wir ihn jetzt aus der Schüssel raus und legen ihn hier auf die bemehlte Fläche. Er ist schön elastisch. Bestäuben wir die Oberfläche auch noch mit etwas mehr Mehl und jetzt geht es ans Durcharbeiten. Jetzt wird noch mal geknetet. So, und schon klebt er nämlich nicht mehr. Und jetzt wird er gefalten. Dazu dehnst du den Teig und bringst ihn wieder in Position. Das machen wir jetzt ein paar Mal. Dabei immer wieder ruhig ein bisschen Mehl mit einarbeiten.
Fühlt sich richtig schön geschmeidig an. Jetzt sind wir fast fertig. Beim letzten bisschen kriegen wir hier die schöne Form mit rein. Einfach weiter formen. Und wenn der Laib hier schön rund ist, dann können wir ihn in den Römertopf setzen. Jetzt kommt das Brot in den Topf. Wenn du es reingelegt hast, ruhig noch mal so ein bisschen in Form bringen. Jetzt bestäube ich das vor dem Backen noch mal ein bisschen mit etwas Mehl. Sieht auch nachher toll aus. Und jetzt schneide ich mir noch ein bisschen ein Muster rein. Da kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen, aber das sieht nach dem Backen dann einfach toll aus. Ich habe mir hier so ein extra Brotschneidemesser besorgt. Du kannst es aber auch, wenn du hast, mit einem scharfen Skalpell oder einer anderen scharfen Klinge schneiden. Kannst du das Muster ganz frei wählen. So, ich bin fertig. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf und dann geht das ab in den kalten Ofen. Das Brot ist jetzt im Ofen. Jetzt haben wir 50 Minuten Zeit. Die können wir überbrücken und ich nutze die Zeit und gehe jetzt mit dem Hund raus. Oder? Ja, bis gleich. Das Brot ist fertig. Schau mal. Ich finde, das kann sich doch durchaus sehen lassen, oder? Ich finde, das sieht richtig perfekt aus. Schöner wird es beim Bäcker auch nicht. Das hole ich jetzt erstmal aus der Form raus. Das geht ganz einfach, weil wir haben ja gut bemehlt und eingepinselt mit Fett vorher. Wenn ihr das riechen könntet, der Duft ist wirklich toll. Also jetzt einmal auskühlen lassen ein wenig, bevor wir es gleich anschneiden. Das Brot ist fertig, wir können anschneiden. Hallo, na zum Probieren bin ich dabei, das ist ja meine Aufgabe. Ist klar, oder? Oh, hört ihr die tolle Kruste? Schau mal. So, probier mal und sag mir die ehrliche Meinung. Das schmeckt richtig lecker. Probiert's unbedingt aus. Meine Tochter vertilgt jetzt schon das Brot. Ich hoffe, das reicht dann bis morgen. Nein. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Also könnte sein, dass wir noch ein Brot backen müssen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es schmeckt. Und euch wird es garantiert auch gut schmecken. Also nachmachen, nachbacken, ausprobieren. Ich freue mich aufs nächste Mal und auf euch. Tschüss. Tschüss.